Ja, ich möchte Ihnen etwas über das digitale Archiv sagen und dann im Anschluss daran auch, wie wir mit den Materialien arbeiten, wie wir sie jetzt in die Lehre und die Forschung einbringen. Und zuvor, bevor ich zur digitalen Sammlung komme, möchte ich noch etwas Kleines zur analogen Sammlung sagen. Es ist nämlich ein kleiner Zahlendreher passiert, den vielleicht aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer gemerkt haben. Albert Esch ist 1954. Gestorben, nicht 45. Das kleine Anmerkung. Genau, und zur digitalen Sammlung, die ich eben im Zuge von zwei FF-Projekten aufgebaut habe, gemeinsam mit Iris Meder und Barbara Bacher, die sehr umfangreich ist. Und ich muss jetzt dazu sagen, also eine momentan noch eine Arbeitsdatenbank, aber wir sind dabei, das ist der nächste Schritt, das nächste FF-Projekt ist bereits eingereicht und wird hoffentlich demnächst bewilligt. Und dann wird diese Datenbank öffentlich, also so ein bisschen so wie dieses Architektenlexikon, das AZW soll das dann aussehen. Und wir haben also historische Zeitschriften durchgesehen, Interviews, zahlreiche Interviews geführt mit Landschaftsarchitektinnen und Architekten. Und das erfasst also an Biografien, dann Werke und Projekte auch. Wettbewerbsbeiträge, Ausstellungsprojekte, eine ganze Fülle von Projekten, dann diverse Fachpublikationen, also um jetzt eine Zahl zu nennen, 1400 Fachpublikationen ungefähr, 50 Ausbildungsstätten haben wir erfasst. Wir haben also jetzt quasi sowohl Personen als auch Städten, Ausbildungsstätten, Institutionen mit einem Österreich-Bezug ausgenommen. Also das heißt, Landschaftsarchitektur macht dann natürlich nicht Halt an den Grenzen, die Personen arbeiten auch im benachbarten Ausland oder weiter weg. Diese Personen sind jetzt alle hier erfasst, die zum Beispiel in Österreich die Ausbildung gemacht haben, die hier Projekte gemacht haben, bei Berufsverbänden organisiert waren. Genau, das ist schon der letzte Punkt, also hier in der Folie ca. 80 Berufsverbände haben wir erfasst. Und im Zuge dieser Recherchen sind wir auch immer wieder darauf gestoßen, wie wichtig eigentlich so ein analoges Archiv auch ist. Also, ich kann mich noch erinnern, dass ich Herrn Karl Schabel interviewt habe, der Nachfolger vom Büro von Ludwig Radke war, und er hat gesagt, Sie kommen zu spät, wir haben alles weggeschmissen. Aber ich kam dann manchmal doch noch rechtzeitig, zum Beispiel im Archiv der Berufsvereinigung Bildender Künstler, wo ich dann so Ausstellungstafeln mit Fotos von Albert Esch bekommen hatte, gesagt, nehmen Sie es bitte, sonst schmeiße ich es weg. Also quasi dazu braucht es ein analoges Archiv auch. Und in der digitalen Sammlung ist es uns aber, also es ist uns nicht nur wichtig, dass wir alles haben, sondern ganz einfach, dass wir auch vernetzen, dass wir die Quellen zur Verfügung stellen. Also soll, wird das auch erfasst, wenn die Nachlässebestände irgendwo anders gelagert sind. Das ist ganz einfach, soll eine umfassende Plattform sein. Genau, und also wir haben ungefähr 500 Personen erfasst, die mit einem Österreich-Bezug in der Garten- und Landschaftsarchitektur, aber auch im Gartenbau gearbeitet haben, eine Ausbildung bekommen haben, eine Schule gegründet haben, unterrichtet haben, publiziert haben dazu. Jede dieser Personen hat so einen Datensatz, wie Sie ihn hier von Irene Aloni sehen, geborene Pick, die ausgebildete Gärtnerin war, die höhere Gartenbauschule für Frauen, die Jella Herzger in Grinzing gegründet hat, 1913 besucht hat, Absolventin war. Lilitschka hat die Schule bereits erwähnt. Also sie war eine der 180 Absolventinnen zwischen 1913 und 1938 und hat als Gärtnerin gearbeitet, unter anderem dann auch als in der jüdischen Abteilung des Zentralfriedhofes. Und so gibt es quasi für 500 Personen einen Datensatz, manchmal nur der Nachname, manchmal ein Vorname. Es kam dann auch schon heraus, dass eine Person zwei Datensätze hatte, weil sie durch Heirat dann einen anderen Nachnamen bekommen hat. Hat also immer eine spannende Entdeckung. Genau. Und das Gleiche gibt es auch für die Werke, für die Publikationen, solche Datensätze. Jetzt zu dem Punkt, wie wird das Archiv bei uns verwendet derzeit. Und zwar setzen wir es einerseits in der Lehre ein, in Lehrveranstaltungen zum Entwurf, dann zeichnen, aber also zeichnen nicht nur quasi handzeichnen, sondern auch digital. Also wir haben auch CAD-Projekte, die mein Kollege Roland Wück
geleitet, hat Lehrveranstaltungen, wo wir nicht quasi ein modernes Projekt als Grundlage genommen haben, sondern einen historischen Garten, einen Entwurf von Albert Esch, den Garten Dos Santos hier ganz in der Nähe. Und die Studierenden haben dann quasi diese historischen Pläne digitalisiert und sich damit auch mit historischen Darstellungen auseinandersetzt, genau anschauen müssen, wie wurden, also quasi einen Plan analysieren, detektivisch und das dann übertragen in 3D. Und die linken Abbildungen sind bei so einem Entwurfsworkshop, den eine Gastprofessorin Tessa Way aus Seattle gemacht hat, und die hat, wir haben gemeinsam Archivmaterial ausgesucht und die Studierenden haben das Archivmaterial analysiert, geschaut, wie hat Josef Oskar Blader unter anderem seine Ideen visualisiert, und damit auch können sie auch reflektieren, wie visualisiere ich selber, welches Material verwende ich, welche Stifte, wie stelle ich Kontraste dar, und sie sollten das dann eben bearbeiten auch. Und das sind sehr schöne Arbeiten auch geworden, hier von Rita Engel zum Beispiel. Dann gibt es natürlich auch wissenschaftliche Abschlussarbeiten. Einerseits betreue ich jetzt gerade eine Bachelorarbeit, wo sich eine Studentin mit dem Arenbergpark auseinandersetzt. 1948 der erste landschaftsarchitektonische Wettbewerb nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir auch hier im Archiv Pläne haben von Friedrich Wörs und Josef Oskar Blader unter anderem. Dann natürlich auch Masterarbeiten oder wie schon die erwähnte Dissertation, also jetzt quasi PhD-Arbeit von der Anja Seliger zu Josef Oskar Blader. Und auch in Fortbildungen und Summer Schools eingebracht. Dann der zweite Punkt ist natürlich an der Universität die Forschung. Das sind einerseits quasi die Forschungsprojekte zur österreichischen Landschaftsarchitektur des 20. Jahrhunderts, wo die Datenbank quasi eine Arbeitsdatenbank auch ist, wo es auch immer darum geht, die verschiedenen Daten abzugleichen. Ja, also ich habe hier oben eine Abbildung vom Garten Jerusalem in Slowenien, wo mir eine Kollegin aus Slowenien, eine Landschaftsarchitektin, gesagt hat, Jerusalem hat die Ilse Fischerauer gemacht, und ich so, Jerusalem, das kommt mir so bekannt vor, und erst quasi durch die Datenbank kann man diese ganze Fülle an Informationen verarbeiten, und dann sind wir drauf gekommen, dass auch Helene Wolf hier einen Plan gezeichnet hat und eventuell Ilse Fischerauer, hat ein Praktikum in Wien gemacht und vielleicht bei der Helene Wolf gearbeitet hat. In den Publikationen wird es natürlich verwendet, Vorträge, Ausstellungen, greifen wir darauf zurück. Und quasi ist es unser Ziel aber auch, dass Interessierte, sei es Institutionen, Kommunen, aber auch interessierte Privatpersonen quasi dann einen Zugriff haben auf die Bestände über die Findbücher des Archives. Das kann sein, dass eine Gemeinde quasi ein Park aus den 50er, 60er, 70er Jahren, der jetzt schon renovierungsbedürftig ist, hat und dann bei uns nachfragen würde, quasi, ob wir Pläne haben. Ein Ausblick zum Abschluss schon. Also wir sind erstens ein lebendiges Archiv und deshalb sind auch unsere Bestände noch nicht alle erfasst. Wir arbeiten daran. Der Gerhard ist eine sehr große Hilfe. Danke, Gerhard. Es geht darum, eben Findbücher zu erstellen, damit wir quasi über die Inhalte Bescheid wissen und auch andere darin suchen können. Wir wollen weiter Vor- und Nachlässe akquirieren. Die Archivalien digitalisieren, abfotografieren, das wurde schon angesprochen. Eben ein Meilenstein wäre dann auch, dass diese jetzige Arbeitsdatenbank online geht. Ich hoffe bald, da hören Sie dann von uns. Öffentliche Zugänglichkeit ermöglichen, Vernetzung mit Kommunen, Forschungseinrichtungen, habe ich schon gesagt, auch ein Facharchiv. Zum Beispiel Sophie von Schwerin aus Rapperswil, die extra gekommen ist für die Veranstaltung vom Archiv für Schweizer Landschaftsarchitektur, mit dem wir seit 2003, also quasi als wir das erste Mal dieses gegründet haben, Kontakt hatten, die sehr beeindruckend sind für uns, auch schon viel, viel älter, ich glaube in den 1980er Jahren gegründet. Also schon, genau, also darauf wollen wir hinaus, ein bisschen in die Richtung. Und dazu gehört auch, dass wir mehr Raum brauchen mittelfristig, 100 Quadratmeter haben wir jetzt nochmal so als Vorstellung. Trocken und staubfrei. Danke.